herzlich willkommen bei Autobild TV und herzlich willkommen an einem ganz besonderen Ort, dem Europäischen Design Center von Kia. Normalerweise ist hier Sperrzone, das heißt, gerade so Journalisten wie wir kommen hier nicht rein. Dass sie ihre heiligen Hallen trotzdem für uns geöffnet haben, liegt an diesen beiden Autos, die in diesem Jahr auf dem Genfer Automobilsalon das erste Mal gezeigt werden. Wir dürfen vorab schon mal ran. Und dass sich Kia da so ins Zeug legt, hat einen Grund. Die sind nämlich extrem wichtig für den deutschen Markt. Zum einen gibt es den Optima das erste Mal als Kombi und schon auf den ersten Blick sehen wir, so italienisch waren die Koreaner noch nie. Auf der anderen Seite, so japanisch waren sie auch noch nie, denn mit dem Niro zeigen sie ihren ersten Hybriden, der zumindest von Grund auf als Hybrid konzipiert war. Und anders als der Toyota Prius, gegen den er antreten soll, ist das ein SUV, also ein bisschen sportlich, ein bisschen elegant, ein bisschen schick. Und ob die beiden jetzt einfach nur gut in Form sind oder vielleicht doch ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Dass wir beim Optima Sportwagen ausnahmsweise mal nicht im Cockpit sitzen, sondern im Kofferraum, hat einen ganz einfachen Grund. Der ähnelt bis zur B-Säule komplett der Optima Limousine und die kennen wir ja schon. Richtig spannend wird es aber hier hinten. Hier hat Kia nämlich richtig Platz geschaffen. 553 Liter Kofferraumvolumen, das ist fast das Niveau der Mercedes E-Klasse. Das zeigt also, der sieht nicht nur richtig schick aus, sondern der hat auch richtig Platz. Wenn man das erste Mal Platz nimmt im Kia Niro, fällt sofort auf, das SUV-Konzept funktioniert hier auch, denn man sitzt relativ hoch und hat dafür, dass der Außen so kompakt ist, richtig viel Platz. Das spannendste Detail im Innenraum findet sich tatsächlich hier in der Mittelkonsole, sieht aus wie ein Automatikwählhebel, ist auch einer und das ist genau der Unterschied zum Toyota Prius, denn anders als die Japaner mit ihrem stufenlosen Getriebe, wo die Motoren immer so aufjaulen, wenn man Gas gibt, kommt hier ein Doppelkupplungsgetriebe zum Einsatz und das wird dafür sorgen, dass sich der Niro sicherlich deutlich besser fährt als sein Konkurrent. Unser erstes Kennenlernen mit Kia Optima Kombi und Kia Niro zeigt, so gut waren die Koreaner, glaube ich, noch nie in Form. Das sind zwei Autos, die richtig gut zum deutschen Markt passen. Einziger Wermutstropfen, sie kommen erst Ende des Jahres auf den Markt.